Stampfer, was auch immer das hier ist. Ich würde es zwar unterstellen, aber es hat noch manchmal anders, dass hier nicht so laut ist. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich gut hören könnt. Werkbank, mal sehen. Ja, also drei Stück. Nein, das wollen wir nicht. Was mal gerade da? Da, machen wir mal Schaden. Wenn man gerade sieht. So, ein Energiequellen, den wir dabei haben, was wir wieder mal. Vorrat, das ist jetzt halt nochmal die Fresse. Yeah. Abschalten. Alter, das nervt ja. Diagnosemodus für Abfallkompressionskammer 752 eingeleitet. Kompressionsprüfung offline. Es ist jetzt sicher, die Kammer zu betreten. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Ich bin autorisiert. Warum wollte ich das sagen? So, mal sehen. Ja. Gut, dann da lang, ne? So. Ich dachte, gleich springen wir uns wieder irgendwo irgendwie irgendwas an. So wie immer. Let's miss. Ja! Ah. So nah von meiner Nase explodieren, stehe ich gar nicht drauf. Stase Picker, komm. Brauchen wir auch nicht. Also, ich sehe da was. Ein paar Darts. Lass mal Darts spielen mit dem nächsten, der hier ankommt. Da lang. Definitiv da lang. Ne? Danke. Warte. So, genau. Vor allem sicher den Raum zu drehen. Sicher. Ja. Sicher ist in diesem Game gar nichts. Außer der Tod. Nö. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Eintritt Schwerelosigkeit. Jeder, der Dead Space 1 gezockt hat oder. Jetzt 2 und 3. 3 folgt übrigens auch noch. Ich denke mal auch noch. 1 definitiv vielleicht. Ich weiß es aber nicht wann. Aber 3 definitiv. 3 habe ich noch nicht gezockt. Geht weg. Jetzt ziehen wir uns mal hier rein. Ach so, das ist jetzt gar nicht mehr mit diesem. Das ist so. Das ist ja krass. Das kenne ich so ja gar nicht. Ach, deswegen haben die Dinger auch immer so aufgeklappt. Das erinnert ihr euch, wenn wir den Suit gewechselt haben, dass die Dinger immer so aufgeklappt sind? Ach, deswegen. Ah, geil. Das haben die ja geil gemacht, muss ich sagen. Da ist das Gefühl der Schwerelosigkeit noch weitaus besser als im ersten Teil. Geil. Das finde ich krass. Was ist das? Tunnel 1. Cassini Apartments. Abfallsammlung. Entsorgungssystem. Thank you.
Okay. Das ist noch was. Leute, stellt euch auf ein, ihr kommt gleich wieder irgendwas runter. Ich kenne auch Let's Plays. Credits. Er kommt gleich irgendwas durch die scheiß Lüftungsschicht ein. Der ist tot. Auch kein Nico. Obwohl ich gerade ein bisschen Herzrasen bekommen habe. Dings offline. Ah. Stimmt, ich will das Ding der. Ach, jetzt werden wir schon. Bitte ersetzen Sie die Energieanleitung zur Nutzung des Aufzugs. Ah, okay. Ich dachte jetzt ernsthaft, dass Nico auch kommen, als wir das Ding eingesetzt haben. Die am Boden liegen, falle ich nicht mehr rein. Leck mich am Arsch. Textlog.
found Sally Hennen and Marion Hennen. Ich werde es dich zurückgelassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie sie sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt. Wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren. Und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt. Meine Haut ist ganz kribbelig. Ich habe Gänsehaut. Hat du das Wort aus Goldsman? Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen in einer halben Stunde an. Ich will nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß doch auch zu uns. Haha, bis bald. Boah, Unitology, Scheiße. Wiedergeburt. Arsch. Ja, da ist deine Wiedergeburt. Tot. Ich weiß nicht, ob das deine Wiedergeburt sein soll. Meine ist es nicht. Was, Leute? Ich hab nur der einzige Ausweg. Du bist nicht Nicole. Nicole ist tot. Du bist nicht real. Verdammt, Alter. Das geht aber fix mit diesen replizierenden Code oder was auch immer der Marker in unseren Kopf gesetzt hat. Und jetzt mal ernsthaft, das soll ein Kind beruhigen? Diese Pferdemuster, die da an der Wand lang kraxeln mit dieser Musik? Ernsthaft? Für mich wäre das ja nichts. Auch als Kind hatte ich es bestimmt. Spross. So, da müssen wir lang, aber ich möchte trotzdem erstmal das andere noch erkunden. Jetzt auch alles ruhig, ne? Kein Schwein schreit mehr auf Hilfe. Na, vielleicht hören wir das auch nur nicht. Vielleicht machen unsere Demenz uns schon so sehr so zu schaffen, dass wir es gar nicht mehr hören. Damals mit der Ishimura. Dana, Tidemans Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich! Das ist aber nicht der echte Marker.
definitiv nicht. Der echte Marker ist. Sieht anders aus. Kaum noch Munition für die Plasma-Karte, dann müssen wir das Ding erstmal nehmen, ey. So, aufpassen. Ich meine, ich schieße jetzt wirklich schon so gut, dass ich kann auf die Gliedmaßen. 4 Medikits. Lassen wir das mal lieber. Nehmen wir die mal, wenn wir sie brauchen. Da, Fahrstuhl. Eine Speicherstation. Ich frage mich, ob ich hier gleich speichern soll. Ich glaube nicht, ist doch viel zu früh. Ist noch gar nicht so lange her. Kapitel 3 sind wir schon. Es geht aber echt fix. Anderen Teil erinnere ich mich noch. Kapitel 1 Akt so und so. So, müssen wir überhaupt lang? Ja. Sehen wir uns erstmal nochmal das Marker-Ding hier an. Mensch, Mensch. Wenn ich sie mit diesen Säcken auf dem Kopf, das kennen wir aus dem ersten Teil auch schon, dass die Judithology-Typen immer Säcke auf dem Kopf trugen. Für was? Oder warum? Bereich nicht. Das ist doch hammer krank alles hier. Seien wir doch mal ehrlich. Nachdem Michael Altman seine Entdeckung kundtat, strömten die Menschen zu Millionen herbei, um mehr über den Marker und die Einheit, die er versprach, zu hören. Doch es gab auch jene, die sich von Altmans Botschaft bedroht fühlten. Und so wurde Altman am 15. März 2215 ermordet und wurde der erste Märtyrer der Church of Unitology. Das ist so. Alles Church of Unitology. Nein, das ist total krank hier alles. 2214 machte ein Geophysiker namens Michael Altman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Alien-Artefakt frei, den Marker. Der Marker sprach zu Altman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Klar. Der Papst.
wir hören uns das jetzt gerne an, aber zu erfahren wir ein bisschen mehr mit den Blödsinn. Ortmans Anhänger beweinten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und gründeten alsdann die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Aha. Todwein. Sie hätte es betrinken sollen. Heute ist die Church of Unitology überall im erforschten Universum anzutreffen. Ihre Botschaft ist heute so stark und wichtig, wie sie schon zu Ortmans Zeiten war. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen, ökonomischen und kulturellen Gruppen. Und jeden Tag werden es mehr. So ein Scheiß. Ich hätte mal die Führer sein sollen, ey. Betrinken? Ja, betrinken, dass er nicht früher gestorben ist. Betrinken, dass er den Scheiß gefunden hat und so weiter. Erleuchtung auf Titan. Aha. Die Church of Unitology auf der Titanstation wurde von einer kleinen Gruppe gläubiger Minenarbeiter gegründet und hat sich zu einer Anlaufstelle für all jene entwickelt, die hier ihren Glauben praktizieren und die Lehren verbreiten wollen. Sie kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma Symposium aus. Ich meine, kommt Leute, ist das der Sichtblick auf Einheit und Lösung? Necromorph? Ernsthaft? Dann läuft bei denen einiges verquer. Ganz gewaltig. Meine Meinung. Wisst ihr? Nur mal so. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zum Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Offener Verstand, das heißt, die Viecher bohren sich in den Schädel und verwandeln dich. Ja, offener Verstand. Offener Verstand am Arsch. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich... Ich habe totales Zeitgefühl ein bisschen aus den Augen verloren. Tut mir leid, Leute. Ich weiß echt nicht, wie weit ich schon bin. Keine Ahnung. Und ich habe so das Gefühl, als wenn wir hier gleich einen Endboss begegnen. Na, Endboss nicht, aber so ein Boss halt. So ein böses Viech. Deswegen sage ich mal, ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Wenn das zu kurz gewesen ist, dann tut es mir wirklich, wirklich leid. Ich habe echt irgendwie das Zeitgefühl aus den Augen verloren. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu einer neuen Folge Let's Play Dead Space 2.